die Leute sich engagieren wollen, es gibt viele Möglichkeiten. Und eine zum Beispiel sind die Frauenstreik-Kollektiven. So, in Bern gibt es ein sehr starkes, würde ich sagen, und partizipatives Kollektiv, wo alle Frauen und nominäre Personen und Transpersonen teilnehmen können. Am 14. August gibt es den Lesekreis und dann am 22. August, das ist ein Sonntag, dort machen wir unser nächstes Treffen. Und das ist immer offen für alle Frauen, nominäre Menschen, die kommen möchten. Kurz noch am Schluss, könntest du so wie ein Ergebnis von dem Event, also von dem Streik am 14. Juni, so eine Summa summarum sagen, was haben wir erreicht mit diesem Tag? Ich denke, dieser Tag, zum Beispiel dieses Jahr, für mich war sehr speziell, weil wir Zeit hatten, um inhaltliche Sachen zu arbeiten oder damit andere Gruppen von Frauen, die auch sich für verschiedene Sachen engagieren, eine Bühne oder eine Möglichkeit hatten, um ihre Themen sichtbar zu machen. Und es war wie einen ganzen Tag mit einem ganzen Programm auf dem Weißen Hausplatz und danach im Zentrum von Bern, wo es gab so viel Kraft und so viele schöne Momente zwischen uns, die uns wirklich verstärkt haben, um weiterzumachen. Wir wollen viel machen und wir wollen viel erreichen. Wir reden nicht nur um Chancengerechtigkeit oder Gleichstellung. Chancengerechtigkeit doch, aber Gleichstellung. Nein, es geht viel weiter. Es geht um eine echte Änderung des Systems, die ein gerechteres System aufbaut. Um umweltfreundlicher und nicht gewalttätiger System und so. Und dort gibt es viele, viele Menschen, die etwas zu sagen haben und die etwas machen wollen.